Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 142. Folge von Andreas Schuboy Transporte hier im Eurotruck Simulator 2. Mit Tele, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Klaas. Selbe Stelle, gleiche Welle wie in der letzten Folge. Ich habe mich nicht vom Fleck bewegt, ich habe aber meine Pause gemacht. Ist jetzt früh morgens, ich glaube 5:30 oder so, klar, 5:30 rum. Und es regnet bei minus 3 Grad Celsius. Was soll ich davon halten? Normalerweise würde ich jetzt sagen, Vorhänge zuziehen und mal ein, zwei Stündchen schlafen. Aber wir sind jetzt mal mutig. Wir sind mutig. Ja, Stellplätze rechts und links nehmen wir immer noch frei. Das ist gut, wisst ihr? Das ist sehr gut. Müsste es schon eher passen. Ziemlich nah an den Transporter dran, ne? So, also souverän gemeistert im Groben und Ganzen. Oh ja, ich muss sowas wie Scheibenwischer. Oh, hier, einmal frei. Es ist schon minus 2 Grad. Da kommt ziemlich langsam runter. Wetter hier auf Island, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas hier überhaupt gibt. Dort hier gibt es nur Schnee.
aber Temperatur, ja, es geht langsam bergauf, ne? Es wird ja immer, gleich, es ist ja schon 7 Uhr morgens. Scheibenwischer ausmachen, da bricht der Kanne aus. Sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ja, es hat aufgehört zu regnen. Vor dem Tunnel schon nachgelassen. Hier neblig könnte es sein. Oder bilde ich mir das nur ein, oder ist das immer so? Da geht die Sonne auf in den Bergen. Herrlich, oder? Traumschuh Fernfahrer. Ja, eigentlich wollte ich, das in der letzten Folge gesagt, hier in Akurei ja mit euch Pause machen, also dieses Motel, wo man jetzt, oder Hotel, was das jetzt war. Das sollte ich auf der Karte bei meiner Planung ja gar nicht gesehen. Wir haben zusammen auf die Karte geguckt. Vielleicht habe ich es übersehen, vielleicht habe ich zu weit rausgezoomt, dass es einfach nicht angezeigt wurde. Keine Ahnung, auf jeden Fall war es ganz gut, dass diese kleine Übernachtungsüberraschung da nun für uns zur Verfügung stand. Ich glaube, bis hierher wäre es ganz schön eng geworden in der Fahrzeit. Stellen die hier einen Blitzer auf, genau in einem Kreisverkehr. Was erwarten die sich von dem? Stehen hier, ja. Ich hasse es einfach nur, diese mehrspurigen Kreisverkehre. Vor allem, wenn sie dann noch hier, wie er jetzt hier mit mir zusammen hier abbiegt, ja. Ich muss ein bisschen ausholen hier. Ich muss vielleicht mal ein Stück auf die andere Spur. Der fährt hier parallel mit dir aus dem Kreisverkehr raus.
Gesundheit. Das Gerät da oben. Lila. Naja. Würdig, gewürzig, würdig, ist schon wie, ne? Ich habe eigentlich schon die Motorbremse reingemacht, um ihn noch vorbeizulassen. Aber er will doch lieber hinter mir herfahren. Er weiß wahrscheinlich nicht, dass ich Deutscher bin und hier mit 60 über die Landstraße dümpel. Aus Angst vor Klette. Ja, ist auch ein Stückchen. Müsste ich übertreiben hier. Irgendwie ziemlich schnell hier. Willst du mich rauslassen oder? Halt! Falsche Schaltgasse. Falsche Schaltgasse. Aber ich hab's noch gemerkt. Flieger. Es ist wirklich neblig hier. Halt die Esse fest. Ist wohl wieder isländische Herbst oder was? So. Kommt da was nicht? Kit hier. Wo es nicht glatt ist, kann gerannt werden. Gegeben oder sah das nur so aus? Ich kann mir den Sinn hier, die gerade, die war, das wusste ich noch, dass da keine Klette war. Und ja, so bis so in die Kurven hier rein, so, das ist, war noch halb, oh, ja, Alter, ich verschalten. Habe ich ein bisschen verbaut. Ja, es geht trotzdem. So, die ersten Kurven hier waren auch noch ganz gut geräumt, das habe ich noch so im Gedächtnis. Biegen wir jetzt auf die 1 ab, genau. Von der 1 runter. Auf die 85.
dann geht es noch ein Stück auf die 87, dann geht es wieder zurück auf die 1. War das auf der Herfahrt auch schon? Guck ich gar nicht mehr in den Sinn hier. So ist ich wahrscheinlich total verkrampft hier in meinem Lenkrad und hab am Eisfeld gestartet. Guck ich das Wasser gar nicht gesehen habe. Kommt aber eine Kurve, du, meine Herren. Schön zu, die macht hier richtig schön zu und Schnee bedeckt und ach, leg mich doch hier am Ärmel. Nur noch glatt hier, ne? Oder? Keine Ahnung. Wir haben noch diese Gischt. Jetzt nicht mehr. Ah ja, geradeaus geht es in den Steinbruch im Übrigen. Ja. Haben wir auch auf dem Herweg Pause gemacht. Ja, ja, das Heck macht auch leichte Spirätzchen. Ich gehe nicht vom Kreuz, das kannst du vergessen, es geht bergauf. Jetzt geht's wieder. Sieht mich hier rein in diese ganze Glätte- und Schneegeschichte. Ich habe das Gefühl, je schneller der fährt, desto stabiler läuft er kann. Kit. Weiß nicht, vielleicht sieht das noch aus wie ein Anstieg, aber. Gehen, ist es wieder langsam ein bisschen. Ah, so, ja, doch passt an, frei.
Dafür, dass wir da 80 haben und Schnee ist, muss ich sagen, fährt der eigentlich ganz gut hier. Er bricht nicht aus, er liegt stabil. Na gut, wenn es keine engen Kurven oder irgendwas oder enge Rennkurven. Aber fetzt. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt sind wir. Oh, jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir wieder Bodenhaftung. Okay, ja. Wusste ich jetzt nicht. Ja, diese grüne Lampe geht aus. Die sollte eigentlich blinken. Die sollte eigentlich blinken. Kurz bevor die Ampel von gelb auf, von grün über gelb auf rot schaltet. Sollte normalerweise das grüne Licht, Richter hat auf jeden Fall blinken. Ja, es funktioniert irgendwie nicht richtig. Das ist die Mod, natürlich. Zwischenzeitlich mal runtergeschmissen zum Patch, weil es nicht mehr funktioniert hat. Habe ich es wieder drauf gemacht. Dachte eigentlich, jetzt funktioniert es wieder mit der 1.28, aber. Offensichtlich gibt es da immer noch Probleme. Offensichtlich gibt es da noch das ein oder andere Problemchen. Es kann ja alles sein, dass es jetzt nur in der Region liegt. Also ich habe das vorher schon mal gehabt, wo wir noch auf der 1.27 gefahren sind. Da hat es auch manchmal nicht richtig hingehauen. Und was weiß ich, im nächsten Land oder so, jetzt geht es weiter hier, im nächsten Land dann an der Ampel, da hat es wieder einwandfrei funktioniert. Sein ja. Das ist so die Original hier, dass die Straße einspurig ist. Jetzt hier den Felsen weggebombt oder haben die den weggebombt und brauchen irgendwie, weiß ich, Mineralien oder Erze draus oder was machen die denn da? Noch gerade drüber. Hier geht's jetzt rein. Wie sieht das jetzt hier eigentlich auf der Erde, auf der Karte? Wollen wir hier noch einen Tankstopp machen? Machen wir sicherheitshalber. Vollzeittechnisch. Ach, haben wir noch. Ach, das ist hier noch überhaupt noch kein Thema. Uhr 18:30 ist die Vollzeit erst rum. Das ist absolut kein Thema. So, und ich gehe jetzt auf Säule fahren. Ich will ein bisschen gestreckt hinstellen hier und nicht so eingeknickt, das ist immer besser. Kommst du besser an den Tank ran, dann mit der Zapfsäule. So. Oh, mein Schnurriger reinhalten oder wie oder was hier? Den günstigen Treibstoff. Immer rein damit, immer rein. Dupp-di-dumm-di-dumm. Gibt tatsächlich welche, die hier Urlaub machen, ja. So, ups. Ja, Hochleistungs-Zapfanlage, ne, hier bin von 3 Sekunden 219 Liter reingeknallt, wie in der Formel 1. Ja, also damals in der Formel 1, als die noch getankt haben. So, ja gut, würde ich sagen, 25 Minuten war. Ja, eine etwas kürzere Folge, aber haben wir ja immer so gesagt, 25 bis 30 Minuten eine. Da wir einmal hier gerade so schön stehen, würde ich sagen, beenden wir die an der Stelle.
Nächste Folge geht es genau an der Stelle hier weiter, versprochen. Ich berühre mich keinen Zentimeter vom Fleck. Und dann fahren wir hier weiter Richtung Hafen, Island. Ja, wir können mal ganz kurz schauen hier, wo wir jetzt sind. Zum Abschluss. Ja, hier oben, also wir müssen jetzt, also wir stehen jetzt verkehrt rum, ist klar, ne? Jo, wir haben schon ein Stückchen geschafft, die letzten zwei Folgen. Waren das hier? Bis hierher, sag ich mal. Und ne, bis hierher. Jo, vielleicht kommen wir nächste Woche, nächste Folge bis an den Hafen. Mal schauen. Ja, lassen wir uns überraschen, wa? Wir machen uns keinen Druck, wir fahren vorsichtig. Wichtig ist, dass wir die Karre heil lassen. Und die Ladung vor allem. Ja, mit der verdienen wir unser Geld. Ja, gut, okay. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ist das, glaube ich, gerade Déjà-vu oder ist das wirklich derselbe Bus? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, wisst es Zeug hält. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, fahrt schön rechts, grüßt die Leute, macht's gut. Ciao.